Moin Moin und hallo, heute wollen wir diesen schönen, aus Holz gefertigten Rudermaschine, die mit Wasserwiderstand arbeitet, montieren. Das Ding ist klappbar, wie viele andere Rudergeräte auf dem Markt auch. Es gibt nämlich Rudergeräte, die im Stück bleiben, das heißt also die Leiste, wo wir uns auf und runter bewegen, ist fest mit dem Body verschraubt. Bei diesem Hersteller hier ist es wirklich sinnvoll gelöst, es ist eine Klappfunktion, das heißt also der ist sehr kompakt, wenn wir ihn hinstellen. Und wir haben ihn auch relativ schnell wieder aufgebaut, weil wir müssen nur diese beiden Komponenten herausklappen und können dann schon wieder workouten. Um jetzt aber in die Montage zu gehen, stellen wir ihn aufrecht vor uns und fangen dann an, wie ihr sehen könnt, den Klappmechanismus zu bedienen. Ne, ihr könnt hier... Natürlich solltet ihr immer aufpassen, dass eure Fingerchen hier nicht bei den Hanks zwischenkommen, dann ist Aua ein bisschen angesagt. So, was machen wir? Wir klappen das Ding jetzt erstmal auf. Das heißt, wie ihr sehen könnt, können wir so eine kleine dreieckige Freundin hier starten. Also wir haben jetzt so wie eine Klappleiter vor uns. Und jetzt lassen wir das Ding nach unten. So. Und stellen es vor uns hin. Und nun werden wir hier unten erstmal den Sitz einbauen. Nun kommen wir zur Installation der Sitzgelegenheit an unserem Systemchen. Das heißt, wir haben hier einen Pfeil dran und können demzufolge wissen, wo vorne und hinten ist. Das sehen wir natürlich auch in den Aussparungen. Hier hinten ist nämlich die Abluft, die dann bei, beim Boost, den ihr einsetzen könnt, hinten abgeleitet wird. Dadurch kriegt ihr Vortrieb. Und hier vorne ist für eure Schenkelplatz. Ist aber auch ein Pfeil dran, das heißt vorne. Dieses Teil ist kugelgelagert mit jeweils zwei oder mit jeweils einem Paar auf jeder Seite an Rädchen. Die laufen hier auf der Schiene jetzt oben lang. So, das Ding kriegen wir aber so nicht da rein. So, das heißt also, wir holen jetzt erstmal einen Schraubendreher oder wir nehmen das mitgelieferte Equipment und holen hier diese Anschlagsdämpfer, die dort montiert sind, heraus. Das hat der Hersteller sehr schön gemacht, denn dadurch haben wir nämlich die Möglichkeit, direkt zu sehen, wo die wieder hinkommen. So, raus damit. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, hier mit unserem Ding reinzufahren. Das heißt, wir kommen jetzt hier vorne an, setzen die kugelgelagerten Freunde auf und zack, sind wir drin und kommen auch nicht mehr raus. Das heißt, selbst bei hartem Seegang werdet ihr immer noch Platz nehmen können. Gut, das Ding kann zurück. Und jetzt schrauben wir dieses Ding wieder rein, entweder mit der Maschine oder halt mit dem mitgelieferten Schrauben. Reindrehfreund. Zack. Ich habe jetzt hier eingestellt 6er Drehmoment. Das heißt, das sollte reichen. Und dann noch die andere Seite. Zack. So, jetzt haben wir hier vorne nämlich die Möglichkeit, als Dämpfer zu fungieren. Den Rest immer mit Hand noch festschrauben. Wenn es mit Maschinen und dann nämlich am Ende ist, könnten wir das dadurch zu hart reinsetzen. So, das heißt, die haben wir jetzt hier befestigt. Gucken wir noch die andere Seite kurz. Zack, okay. Und jetzt kann man hier vorne gegenfahren und dann flutscht nicht vorne weg. Das heißt also, hinten ist ein Anschlag und vorne ist ein Anschlag. Damit ist unser schöner Sitz installiert. Nun befinden wir uns beim vorderen Part, sprich über unserem Wasserwiderstandsbehälter. Und sehen jetzt, dort sind zwei schnucklige Schrauben am Start. Die hat der Hersteller schon reingeschraubt. Das ist sehr sinnvoll, denn so können wir jetzt einfach hingehen und wissen, die gehören dahin. Das heißt, die holen wir jetzt erstmal raus. Zack, erste Schraube, raus damit. Zack, da haben wir die erste. Und die zweite. So, wenn wir das raus haben, kommen wir mit diesem Ablagefreund. Der passt nämlich sehr schön darüber. Ne? Schräubchen oben reinlegen, damit Schräubchen dann mit dem Teil wieder dort ins Gewinde reinpasst. Dicke Seite nach vorne, kleine Seite nach unten und festschrauben. Im Wechsel, damit es nicht einseitig ist. Und dann haben wir nämlich dort schon die Möglichkeit, unseren Kumpel mit der Zugstange abzulegen. So, zack. Das heißt, Zugstange nehmen
und können dann so rumdrehen, dass es schön dort in Position bleiben kann. Das ist doch nice, oder? Sehr einfach. Ne? Das Ding kommt hier vorne, da ist der Halter und kann dann hier plöpp abgelegt werden. Und der Halter kann dann natürlich danach entfernt werden. Schwupp. Weil jetzt können wir das auch noch richtig umdrehen, dass es schön aussieht. Jetzt haben wir nämlich hier den Schutz, dass es nicht wegfliegt. Aber wir haben gleichzeitig hier die Möglichkeit, es einfach wegzunehmen und dann losdrehen zu lassen. Exquisit. Als nächstes haben wir dieses formschöne, mit Holz verarbeitete Tablet-Ständerteil mit Metallkomponenten. Dies kommt hier vorne dran, so, dass wir hier das Tablet draufstellen können und währenddessen beim Rudern darauf auch eine gute Sicht haben. Das können wir nämlich verstellen. So, das heißt, hier gehen wir mal nahe dran ans System. Und hier heißt es jetzt natürlich auch wieder, zieht die Dingers da ab hier. Die 1, 2, 3, 4, die kommen raus und dafür werden wir dann, wie soll ich sagen, diese zusammen mit dem Halter wieder einsetzen. So, das heißt also, hier kommt wieder unser Schräubchenfreund drauf. Alle abnehmen. 4 Stück müssen raus. Die sind alle identisch. Also könnt ihr die auch mixen. So, und dann kommt unser Ständer oben drauf. Dadurch wird nämlich auch hier dieses Teil sehr schön verdeckt werden. Und jetzt packen wir hier unsere Schräubchen wieder hinein. Denn die Schräubchen sind die, die jetzt unseren Ständer schön in Position halten können. Der dann unser Tablet zum Beispiel halten kann. Oder unser Smartphone. Oder unsere Lektüre. Was haben wir denn sonst noch, was wir während des Ruderns lesen oder anschauen wollen? Unseren kleinen Fernseher. Also es gibt da viele Möglichkeiten, wie und was und wo ihr das da drauf machen könnt und wollt ihr zur Abwechslung mal dann beim Rudern dort eine etwas komfortablere Ruderisierung hinbekommt. So, jetzt rein damit. Ihr schrauben das im Kreuzverbund fest. Das heißt also nicht eine Seite fest, die andere Seite dann, sondern wir gehen von der einen Seite über die andere Seite und haben dann die Möglichkeit, das vernünftig festzuschrauben. Vernünftig, einfach, effizient. Am Schluss immer nochmal Handkontakt-Check machen, dass sie auch wirklich fest sind. Oder komplett mit dem mitgelieferten Werkzeug dort vorgehen. So, das ist doch schon mal schön. Jetzt gucken wir uns noch die Funktion an. Raus mit uns. Jetzt seht ihr, können wir hier in diesem Radius uns bewegen. Und das auch noch auf uns einstellen, wie wir das gerne hätten. Exzellent. Nun klappen wir unser Rudergerät in die Stellung, in die wir es auch lagern. Und können dann von unten gesehen, ihr seht ja hier unten ist der Wasserkasten, können wir von unten gesehen reinschauen und sehen dort die Stromversorgung für unseren Computer. Jetzt kommen wir mit den galvanischen Zellen an. Da gibt es eine flache Seite, die kommt an die Springs. Zack, legen diese da rein, die erste, in die Ecke rein und kommen mit der nächsten. Und die, da ist die Spring auf der anderen Seite, machen wir die auf die andere Seite drauf. Dabei sollten wir gucken, dass wir auch beide reinkriegen. So, zack. Und ihr hört ein Piepen. Das heißt, dass jetzt unser Gerät einsatzbereit ist. Jo, und dann geht es los. Ihr nehmt Platz. Zack. Auf da, Dinge. Eure Füßchen noch einstellen in der Größe. Dazu einfach hingehen und die Größe anhand eurer Definition hoch oder runter versetzen und dann könnt ihr euch mit den Füßchen schön reinrasten, schön anziehen, damit ihr fest verbunden seid. Das ist wie beim Rudergerät auch. Zack, dann seid ihr fest. Zack, und könnt loslegen. Kurz Computer einstellen und ab geht's. Ja. Boah. Sag ich vielen Dank fürs Zuschauen.
bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und sehr cooles Gefühl hier. Die Beine sind sehr schön eingesetzt da unten, sehr stabil drin. Ah, es fühlt sich wirklich wie in einem Kajak, in einem 5er, 4er, 2er Ruderfreund an. Nochmal, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonson.